Und weiter geht es hier bei mir, die große James Bond Woche anlässlich des 60-jährigen Jubiläums von James Bond 007 auf der großen Leinwand. Jeden Tag ein Video zum Thema James Bond hier auf meinem Kanal ab 16 Uhr. Und ihr seid wieder vollkommen richtig hier, Leute, wenn ihr euer Lieblingsgetränk an der Seite stehen habt und mir durch die nächste gute halbe Stunde Video und Talk über James Bond folgt. Und heute gibt es etwas ganz Besonderes, und zwar nicht nur für James Bond Fans, sondern für absolute Retro- und Klassiker-Fans. Denn ich rieche es jetzt schon. Alte Videokassetten. Den Duft einer alten Videothek. Leicht speckig, leicht dreckig, leicht staubig. Absolut zurückversetzt in die 80er, Leute. Ich sage hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kaffee mit Sashi. Das ist mein Kaffee für das heutige Video. Ich bin euer Sashi und es freut mich, dass ihr dabei seid, liebe Bond- und Retro-Fans. Denn heute gibt es ein wirkliches Schmankerl. Ich habe mir in die Sammlung geholt, in meine Klassiker- und Retro-Sammlung, 16 James Bond VHS-Videokassetten. Und zwar die Original-Erstauflage von 1987. Mit den original-deutschen Kinoplakatmotiven vorne drauf auf den Hüllen. So wie ich sie aus meiner Kindheit kenne. Tatsächlich ist diese Edition damals erschienen, als der Hauch des Todes ins Kino kam und dann auf Videokassette erschienen ist. Damals gab es alle Bond-Filme in dieser wunderbaren Edition. Ich kenne sie aus meiner Kindheit, hatte einige von diesen Filmen in meiner Sammlung als Elfjähriger, wohlgemerkt, und kam nicht drumrum, in den letzten Jahren, Monaten und Wochen das Internet zu durchstöbern, um mir diese Videokassetten wieder ins Haus zu holen. Nicht unbedingt zum Schauen, denn die Filme habe ich ja in bester Qualität auf Blu-ray, in meiner Blu-ray-Edition, in der James Bond Collectors-Edition, aber aus Sammlergründen natürlich, aus Nostalgie- und Klassikergründen, einfach weil ich es geil finde, diese alten Bänder jetzt zu haben, vor allen Dingen mit dieser geilen Aufmachung, mit den originaldeutschen Kinomotiven. Und ich stelle euch jetzt tatsächlich all diese 16 VHS-Videokassetten vor, von James Bond, Jagd Dr. No bis Lizenz zum Töten. Und bei Lizenz zum Töten nachher am Ende gibt es eine Besonderheit bei der Videokassette. Leute, ich freue mich darauf, euch diese Videokassetten jetzt vorstellen zu dürfen. Wir fangen sofort an. Schluck Kaffee vorweg. Und dann fangen wir sofort an mit der ersten, und zwar 1962, James Bond 007 Jagd Dr. No. Und diese Videokassetten sind alle original gestaltet, wie ich bereits jetzt mehrfach erwähnte, mit dem Original Kinoposter, aber sie sind auch sehr einheitlich, so dass sie sich früher im Regal richtig gut gemacht haben. Und wir fangen an mit der ersten, das ist nämlich James Bond 007 Jagd Dr. No. Und jetzt guckt euch das an. Das original deutsche Kinoplakat vorne drauf mit einem Sean Connery, der so echt aussieht, obwohl er nur gezeichnet ist. Wir haben eine Ursula Andress als Honey Rider. Wir haben eine Szene vom Kartenspiel. Wir haben die Insel. Wir haben hier etwas aus Dr. No's Reaktorraum. Und wir haben Noten. Da steht sogar bei Monty Norman. Ja? Das war damals das original deutsche Kinoplakat. Und ich frage mich, warum gibt es diese geilen Plakatmotive nicht auf DVD und Blu-ray? Warum muss ich da zurückgreifen auf diese alten Videokassetten? Und tatsächlich, Leute, ja, guckt euch das doch an, wie toll das auch illustriert ist hier oben. James Bond 007 Kollektion, Warner Brothers, damals tatsächlich noch ein Garant für Filmfans. Ja, heutzutage ja nicht mehr, machen sie nicht mal mehr Wendecover. Dann seht ihr hier vorne drauf immer so ein bisschen Cast and Crew. Ihr seht den Titel. Von der Seite sieht das Ganze dann so aus. Mit dem Erscheinungsjahr des Films damals, James Bond 007. Und dem Titel. Und auf der Rückseite natürlich ein Foto, die Inhaltsbeschreibung und das FSK-Logo. Ganz dezent, ganz unten rechts in der Ecke. Ja, und hier der Schatten von James Bond. Wie geil. Wir machen sie kurz auf und von immerhin, ja, so sahen damals diese Videokassetten aus, die du in einer Videothek dir ausgeliehen hast. James Bond Jagd Dr. No.
auch zurückgespult. Für alle Leute nämlich, die nicht zurückgespult haben damals, fiel eine Straflizenz, eine Strafgebühr in den Videotheken an. Ja, das habt ihr dann gesehen. Wenn jetzt hier noch Band wäre, bin ich gespannt, ob uns da noch eine Videokassette über den Weg läuft. Dann musste man nämlich Strafe zahlen, 50 Pfennig, eine D-Mark, keine Ahnung. Das war Nummer 1, James Bond jagt Dr. No. Dann kommen wir zum zweiten Bond-Film. Liebesgrüße aus Moskau, da haben wir ihn. Und wenn ich diesen Sean Connery vergleiche mit diesem Sean Connery, muss ich sagen, dass der bei Liebesgrüße aus Moskau so aussieht, als hätte da irgendein Kindergartenkind versucht, Sean Connery zu malen. Er sieht eher aus wie so ein Nussknacker. Kennt ihr die zu Weihnachten? Irgendwie so grobe, kantige Gesichtszüge, als hätte man Sean Connerys Gesicht hier aus einem Stück Holz rausgeschnitzt. Dann sehen wir im Hintergrund Grant, Robert Shaw, wir sehen Tatjana Romanova und wir sehen so ein bisschen Flair von aus der Türkei hier. Liebesgrüße aus Moskau. Und dann haben wir wieder die Seite einheitlich. Ich stelle sie euch nachher am Ende auch nochmal einheitlich hin. Und auf der Rückseite wieder ein Foto aus dem Film und die Inhaltsangabe. Ja, das waren noch Zeiten. Und dann bist du nach Hause gekommen mit den Videobändern und hast dir das Teil irgendwie richtig schön in den Player geschoben, hast dir den Film angeguckt und gleichzeitig lief ein zweiter Videorekorder, der das dann kopiert hat. Bei uns natürlich nicht, aber bei vielen anderen bestimmt. Liebesgrüße aus Moskau. Jetzt kommen wir zum dritten James Bond Film, bei dem ja viele sagen, ist der beste Bond-Film. Ein ganz großer Klassiker und er hat als deutsches Covermotiv, damals als Plakatmotiv, einfach ein wesentlich besseres, schöneres gehabt als das Originale in England damals. Und zwar sehen wir Sean Connery, der sich gerade mit Oddjob beult und prügelt. Da seht ihr es. So sah das damals aus. James Bond und Pussy Galore, James Bond und Oddjob. Wir sehen einen Hubschrauber, mit dem Goldfinger bei Fort Knox ankommt. Wir sehen den Aston Martin in Action und wir sehen hier unten Masterson, also die eingegoldete Dame, ja. Auf der Rückseite wieder mal James Bond und das FSK-Flatschen. Und manchmal war es übrigens so, dass da komische Sachen auf der Rückseite standen. Also zum Beispiel Sachen, die so gar nicht im Film vorkamen. Zum Beispiel hier bei Goldfinger ist mir aufgefallen, als ich die Dinger letztes Mal mir durchgelesen habe. Wollen wir mal eben kurz gucken. Mit Hilfe von Pussy Galore will Bond den Raub des Goldes vereiteln. Das kann ja nur jemand geschrieben haben, der den Film nicht gesehen hat, denn Goldfinger will das Gold aus Fort Knox nicht rauben. Er will das Gold von Fort Knox atomar verstrahlen und dadurch soll das Gold, was er bereits besitzt, im Wert steigen. Darum geht es hier. Deswegen die Bombe am Ende. Also warum sollte Goldfinger sonst eine Bombe platzieren in Fort Knox, wenn er das Gold stehlen wollte? Warum soll er sein eigenes Gold in die Luft sprengen? Egal, das kann nur wieder jemand gewesen sein, der das damals geschrieben hat, der das nie gesehen hat, diesen Film, oder das nicht verstanden. Und ihr seht ja auch diese großen Buchhüllen, die hatten hier immer noch so einen Rand. Die waren richtig edel, das sah richtig toll aus dann im Regal, wenn das da stand. Ne? Später gab es dann die gleichen Hüllen mit demselben Motiv, allerdings in klein. Da fehlte dieser Rand. Und das war dann nicht mehr ganz so edel. Und irgendwann kamen dann Videokassetten raus mit so Photoshop-Covern, ähnlich wie die heutigen Einzel-Blu-Rays. Die sehen ja auch nach nix aus bei James Bond. Der vierte Bond-Film, auch ein ultra-stylisches Plakatmotiv. Feuerball. Auch das gefällt mir hier richtig gut. James Bond im Anzug. Hinten drauf hat er dann so eine, ja, so ein Gemisch aus diesem Teil, mit dem er fliegt. In der Pre-Title-Sequenz und so einem Sauerstoffvorrat für unter Wasser. Wir sehen das Motorrad. Wir sehen hier unten Largus-Schergen, die auf ihn schießen. Das Seltsame ist, dieser Film spielt unglaublich viel unter Wasser, aber wir sehen auf diesem Plakatmotiv nicht einen Tropfen Wasser und keine Palme. Ja. Auf der Rückseite sehen wir den hungrigen Sean Connery, der Claudine Auger praktisch als Domino den Fuß aussaugt. Und von innen, ach, Goldfinger hat man uns gar nicht angeguckt, eben das Videoband, da war ich wieder zu sehr vertieft. So sieht dann Feuerball aus. Und Goldfinger, die Videokassette. Guck mal, die sieht schon ein bisschen anders aus. Ich kann mir vorstellen, das ist nicht die Videokassette, die zu dieser Hülle gehört, ja, weil die anderen sehen alle einheitlich aus, haben hier vorne praktisch nur diesen Flatschen drauf und hier auf der Seite den Titel,
Aber Goldfinger hat es nicht. Also vielleicht wurde das im Nachhinein irgendwie geändert. Keine Ahnung. Kommen wir zum fünften Bond-Film. Man lebt nur zweimal. In diesem grenzgenialen Cover James Bond mit Little Nelly im Kampf mit den anderen Hubschraubern über dem Vulkan, der geöffnet ist. Und wir können reingucken und sehen die Rakete. Und das Witzige ist ja, diese Poster sind alle selbstironisch. James Bond in den größten Action-Szenen, aber immer gekleidet im Smoking oder Anzug. Die Seite. Ja, und von hinten sehen wir James Bond wieder in einer Szene des Films. Und von innen haben wir das Videoband. Man lebt nur zweimal. Herrlich, herrlich, Leute. Es ist wie eine Reise zurück in die Videothek der 80er. Jetzt kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblings-Bonds-Filme. Bonds-Filme. Bond-Filme. Im Geheimdienst Ihrer Majestät. Das Cover. Wieder das Thema Selbstironie. James Bond im Smoking auf Skiern. Was für ein geiles Cover. Warum? Warum? Wird es heute nicht hingekriegt? Ich denke, es ist eine Sache der Rechte, dass irgendwelche rechtlichen Schritte es verbieten, diese Originalmotive zu verwenden. Stattdessen kriegen die James-Bond-Fans wirklich ultra hässliche Photoshop-Covern auf DVDs und Blu-Rays. Unglaublich. Damals sehr interessant im Geheimdienst Ihrer Majestät, noch frei ab 16. Heute ist er mittlerweile frei ab 12. Von innen. Das Videoband. Wahrscheinlich diese Nostalgie, die ich gerade verspüre, wenn ich diese Bänder in der Hand halte und auch diese Hüllen, Leute. Das wird wahrscheinlich nur jemand verstehen, der auch tatsächlich in der damaligen Zeit groß geworden ist. Ja, wenn du dann da reingegangen bist in die Videothek und dann bist du an der Reihe Bond-Filme vorbeigegangen, die da so standen und du wusstest nicht, welchen soll ich mitnehmen. Alle so geil mit dem Cover nach vorne. Unglaublich toll. Unglaublich toll. Wirklich. Kommen wir zum nächsten Bond-Film. Diamantenfieber. Sean Connerys Rückkehr nach Im Geheimdienst Ihrer Majestät, nachdem er George Lazenby abgedankt hat. Bonds neue Geheimwaffe. Ein Wahnsinn. Na, da muss ich ja gleich mal euch vorlesen, was damit gemeint ist. Dieses Foto, da könnte auch fehlinterpretiert werden, als wäre James Bond jetzt irgendwie, steht er auf Männer, kuschelt ein bisschen. James Bonds Geheimwaffe in Diamantenfieber, was kann das denn sein? Der blanke Wahnsinn, oder steht hier? Bonds neue Geheimwaffe, ein Wahnsinn. Sean Connerys letzter Einsatz auf der Spur eines mächtigen Diamantenschmugglerrings. Seine phänomenale Geheimwaffe, eine tragbare Fernlenkwaffe mit Infrarotsensoren. Was? In Diamantenfieber? Eine tragbare Fernlenkwaffe mit Infrarotsensoren? Diamantenfieber, ich muss mal überlegen, wo hat er denn da sowas? Ich kenne nur diese Pistole, wenn er da am Dach oben steht und da irgendwie die da ins Dach schießt und sich dann da hochlässt zu Blofeld. Aber das ist doch keine tragbare Fernlenkwaffe mit Infrarotsensoren. Müsst ihr mir mal unten reinschreiben, vielleicht stehe ich auch gerade vollkommen auf dem Schlauch. Oh, und die Videokassette hat schon ein bisschen was abgekriegt. Ich hoffe, es war etwas, wo ich mir jetzt nicht hinterher die Finger desinfizieren muss. Diamantenfieber. Dann kommt Roger Moore in seinem ersten Einsatz. Und den Film hatte ich in genau dieser Hülle damals ebenfalls. Roger Moore, ich meine, der hat auch geniale Postermotive und Artworks gehabt, oder? Also wirklich, ganz große Klasse. Leben und Sterben lassen. 73. Von der Seite. Von hinten mit Solitaire. Und von innen das Videoband. Leben und sterben lassen. Live and let die. Gehen wir mal auf die Seite rüber. Dann kam der Nachfolger. Der Mann mit dem goldenen Colt. Dami. Und tatsächlich ist es ja so, der Mann mit dem goldenen Colt, das Postermotiv, sieht ja nun wirklich
sehr ähnlich aus. Das sieht ja sehr recycelt aus, finde ich immer. Mit Leben und Sterben lassen, findet ihr nicht auch? Also Roger Moore, dann diese kleinen umgruppierten Bilder drumherum, weißer Hintergrund. Ich weiß nicht, bei Der Mann mit dem goldenen Kolben hat man ja an vielem gespart, finde ich, am Drehbuch, an den Schauplätzen, an den Locations, hier jetzt scheinbar auch plakatkunstmäßig. Tatsächlich gibt es hier oder war das woanders? Nee, sehe ich jetzt hier nicht. Sehe ich hier jetzt nicht. Ursprünglich gab es doch mal eine Waffe irgendwie, die auf einem Plakat drauf ist. Ach so, die es dann aber nicht in den Film geschafft hat, scheinbar die Szene. Das war hier. Leben und sterben lassen. Roger Moore, der da hinten steht und mit dieser Waffe irgendwie schießt. So, und dann haben wir hier, wie gesagt, Der Mann mit dem goldenen Colt. Nicht gerade einer meiner Lieblinge, aber gehört natürlich bei diesen Bändern dazu, Leute. Eine tödliche Kugel für James Bond. Und auch da steht hinten was Komisches drauf. Im Übrigen stammt dieses Foto nicht aus Der Mann mit dem goldenen Colt, sondern aus Leben und sterben lassen. Und zwar ist das eine Szene vom Ende, in der Bond auf die Insel von Kananga fährt, um Solitär zu retten. Deswegen hat er auch diesen schwarzen Anzug an und das braune Schulterhalfter. Auch hier steht was Komisches hinten drauf. Und zwar, James Bond hat sich diesmal mit einem doppelten Problem herumzuschlagen. Nicht nur, dass in Südostasien den Erzschurken Scaramanga bekämpfen muss, dem das Kernstück einer revolutionären Erfindung in die verbrecherischen Hände gefallen ist, sondern, jetzt kommt's, die vereinigten Bösewichte der Welt haben ihrerseits mit Scaramanga den gefährlichsten Berufskiller der Welt auf Bond angesetzt. Was? Die vereinigten Bösewichte der Welt haben mit Scaramanga den berühmt-berüchtigsten, gefährlichsten Berufskiller der Welt auf Bond angesetzt. Was für vereinigte Bösewichte haben in Der Mann mit dem goldenen Colt Scaramanga auf James Bond angesetzt? Nur mal zur Erinnerung, die Kugel, die goldene Kugel, die bei M landet im Büro mit der Nummer 007 drauf, die kommt nicht vom Mann mit dem goldenen Colt, sondern die hat Andrea Enders geschickt, weil sie möchte, dass Bond sie befreit und Scaramanga umbringt. Da gibt's keine vereinigten Bösewichte der Welt, die Scaramanga beauftragt haben, James Bond umzubringen. Oder habe ich da schon wieder was falsch verstanden? Hä? Passiert da nicht in dem Film, ja? Das ist ja auch unglaublich. Also was da manchmal draufsteht, da musst du ja wirklich dich fragen, was sind das für Leute, die solche Texte früher geschrieben haben? Haben die Filme überhaupt gesehen? Wikipedia, da gab es damals auch nicht. Wo haben die ihre Infos her? Vereinigten Bösewichte der Erde. Ich meine, ist ja sowieso schon ein Unding. Andrea Enders schickt diese Kugel. 007, eine goldene Kugel. Erstmal stiehlt sie dem Mann mit dem goldenen Colt eine seiner goldenen Patronen. Und dann graviert sie eine 007 drauf ein. Weiß nicht, ob sie das beim nächsten Schmuckhändler ihrer Wahl um die Ecke gemacht hat. Ich meine, wie geheim ist denn dieser Geheimagent James Bond, wenn jeder Hans und Franz weiß, wer er ist und an welche Adresse die Kugel geschickt werden muss? Was will man uns hier erzählen in Der Mann mit dem goldenen Colt? Dass James Bond so eine Art Popstar ist? Südostasien sucht den Superstar. James Bond ist das. Jeder weiß, 007 ist britischer Geheimagent. Und wenn du ihm eine Kugel zuschicken musst mit seiner Nummer drauf, dann bitte hier Hazelnut Street 23, 23. Drittes Obergeschoss. Da sitzt M und überreicht ihm dann die Kugel. Oder wie? Oder was? Wie muss man sich das vorstellen? Naja, gut, das ist Der Mann mit dem goldenen Colt halt. Der Film. Als nächstes ein Highlight in der Serie. Der Spion, der mich liebte. Und da gibt es eine kleine Beschädigung einer Hülle. Das stand aber auch so in der Beschreibung. Und ich bin so froh, Leute, dass ich diese Dinger, ich meine, die kosten sonst ein Schweinegeld. Ein Schweinegeld vor allen Dingen in der Erstauflage von 1987, ja? So wie sie hier ist. Ein Schweinegeld, was habe ich da schon für Preise gesehen für so eine ganze Sammlung? Und ich habe sie wirklich günstig geschossen. Wirklich günstig geschossen. James Bond schlägt sich mit Schando. Also die mussten auf jeden Fall in meine Sammlung rein. Der Spion, der mich liebte. Die werden einen Ehrenplatz bekommen und die werden richtig schön mit dem Cover nach vorne, wie in einer Videothek, aufgestellt. Nächster Bond-Film, eins der besten Poster. Ihr seht es auch. Hinter mir, Moonraker. Also eins der grenzgenialsten Cover, die es gibt. James Bond, Louis Giles da vorne. Dann der Beißer, der da rumfliegt. Hier oben Hugo Drax. Dann diese ganzen Frauen.
Da oben der Space Shuttle, einfach nur genial. Moonraker. Ja. Was mich hier ein bisschen irritiert bei dieser Videokassette ist, Moonraker frei ab 16. Das war er, glaube ich, nie. Er war immer frei ab 12. Und ich kann es mir nur so erklären, es gibt zwei Gründe. Ja. Entweder A, ist ein Druckfehler, nur dann hat man den Druckfehler auch auf der Videokassette begangen, denn da ist Moonraker tatsächlich auch ab 16. Oder B, hier ist eine Vorschau drauf, ein Trailer, denn das gab es auf diesen Videokassetten dann auch immer vorweggeschaltet. Ich weiß jetzt nicht, auf diesen Kaufkassetten. Ja, und dieser Film oder die Vorschau war frei ab 16. Ich wüsste nicht, dass Moonraker jemals frei ab 16 war. Wüsste ich nicht. Im Übrigen steht hier auf jeder Kassette steht Verkaufskassette ohne Vermietrecht. Das heißt, die Dinger durftest du dir kaufen für deine Privatsammlung, aber du durftest sie nicht vermieten, wie zum Beispiel eine Videothek. Ich sag schon mal vorweg, es wird noch wichtig in diesem Video. Der nächste Bond-Film in tödlicher Mission. For Your Eyes Only. Auch ein absolut geniales Cover mit James Bond zwischen den Schenkeln dieser Frau. Dann einzelne Actionsequenzen. Der Film macht einfach Spaß und genau das suggeriert auch dieses Cover. Ja, in tödlicher Mission. Ah, das ist natürlich James Bonds ikonische Pose hier. Roger Moore in einer seiner härtesten Szenen, wie ich finde. In einer seiner besten auch von Roger Moore. In tödlicher Mission. Immer wieder ein Blick wert. Schluck Kaffee, bevor wir zu Octopussy übergehen. Octopussy, das ist der Film, den mein Bruder früher permanent aus der Videothek mitgebracht hat. Ja, bei uns war das tatsächlich so, wir haben ja in so einem kleineren Ort gelebt und nicht in der Stadt. Ja, Hamburg war zwar gleich um die Ecke, aber es war ein kleinerer Ort und da gab es 2 Videotheken, 3 Videotheken. Mein lieber Bruder, korrigiere mich oder schreib mal hier unten in die Kommentare, wie viele Videotheken hatten wir? 1, 2, 3. Es gab immer mal wieder eine, dann war eine geöffnet, dann war die zu nach einem halben Jahr wieder, aber so fester Bestandteil erinnere ich mich irgendwie an 2 anfangs. Nachher war es nur noch eine. So, und mein Bruder wollte natürlich immer, ich habe ihn beauftragt, die Bond-Filme mitzubringen, die ich noch nicht kannte. Im Fernsehen liefen mittlerweile rauf und runter in meiner Kindheit Dr. No, Liebesgrüße aus Moskau, Goldfinger und Feuerball. Die liefen rauf und runter. Ende der 80er kam dann auch noch, ich glaube 86 oder so, man lebt nur 2-mal dazu, ja. Aber es gab Bond-Filme, die ich so gut wie nie gesehen habe. Moonraker gehörte dazu, in tödlicher Mission, der Mann mit dem goldenen Colt. Und danach sollte er Ausschau halten und er kam jedes Mal wieder mit Octopussy an. Tatsächlich ist es so, Octopussy mag ich ganz gerne schauen. Ja, ist jetzt lange nicht der beste Bond, aber er ist unglaublich unterhaltsam. Es ist eher so wie so ein Moonraker. Viele, viele kreative Einfälle, ein bisschen zu viel Humor dabei, aber trotzdem unterhält der Film gut. Wirklich, allein schon die Action-Szenen. Ich meine, die ganzen Szenen auf dem Zug, auf diesem Zirkuszug, die Pre-Title-Sequenz, die Autoverfolgungsjagd in Deutschland, das große Finale und die Verfolgungsjagd im Dschungel da in Indien, finde ich klasse. Ja, Octopussy macht Spaß. Heute dürftest du natürlich keinen Film mehr mit so einem Titel veröffentlichen. Wundert mich, dass der Film noch nicht umbenannt wurde in Octohand oder Octokraken. Oder Octoklaue. Anderes Wort für Pussy. Octokatze. Oder wie? Ah! So, Leute, machen wir weiter. Roger Moores letzter. Im Angesicht des Todes. Roger Moore Rücken an Rücken mit Mayday, Grace Jones und natürlich dann das Postermotiv, wo er steht auf der Golden Gate Bridge. Wieder dieses leicht ironische Erder im Smoking. Auf der Rückseite hebt sich Mayday gerade einen Bruch. Von innen. Im Angesicht des Todes. Klasse. Dann haben wir den Film, zu dessen Erscheinen auf Video damals diese ganzen Filme veröffentlicht wurden. Für uns zu Hause, für uns Heimsammler, für unser Heimkino sozusagen. Und zwar, der kam ganz frisch damals raus. Habe ich mir natürlich auch gleich geholt, Der Hauch des Todes, Timothy Dalton. Hier auf diesem tollen
Postermotiv zu sehen mit Miriam Dabo von hinten, kann mir aber gut vorstellen. Erstens ist es nur gezeichnet, zweitens wird es wahrscheinlich ein Body-Double sein. Dann auf dem Spine, auf der Seite, der Hauch des Todes. Und hinten haben wir auch wieder drauf, der neue Bond, gefährlicher denn je. Tatsächlich stand das schon mal auf dem Poster von Im Geheimdienst ihrer Majestät. Und gefährlicher denn je hieß es dann ja auch bei Daniel Craig später. Ah, nun guckt dir das an! Fällt es euch auf? Da hat jemand ein Stück von Der Hauch des Todes geguckt und nicht zurückgespult. Das sieht mir aus nach einer Pre-Title-Sequenz und hat er keinen Bock mehr gehabt. Vielleicht hat er sich noch Aha angeguckt, das Lied The Living Daylights, aber dann nicht zurückgespult. Was bedeutet hätte, würde er das jetzt in der Bibliothek zurückgeben, gibt's 50 Cent Strafe, weil ich das jetzt zurückspulen muss hier. Und jetzt kommen wir zu etwas Außergewöhnlichem, nämlich Lizenz zum Töten. Diese Edition, die ich jetzt bis zu diesem Film habe, die erschien so komplett, die konnte man sich kaufen, waren alle einheitlich. Lizenz zum Töten, der jetzt kommt, ist eine Videokassette, die so tatsächlich in den Videotheken stand zum Ausleihen. Ja, die sieht deswegen auch ein wenig anders aus. Nicht so einheitlich. Vorne drauf seht ihr das Motiv. Plakatmotiv. Die Seite sieht auch ganz anders aus. Ebenso die Rückseite. Und ich weiß, dass das eine Videokassette aus der Videothek ist, weil hinten drauf steht Verkaufskassette mit Vermietrecht. Ja? Also bei diesen Kassetten, die ihr eben gesehen habt, stand Verkaufskassette ohne Vermietrecht. Das heißt, die darf ich mir nur kaufen und zu Hause ins Regal stellen und zu Hause anschauen. Und dieses hier ist eine Verkaufskassette mit Vermietrecht, sprich für Videotheken damals gewesen, die diese Dinger dann verliehen haben. Und mein Gott, wie oft ist mein Bruder bitte sehr in die Videothek gegangen, als dieser Film auf Video rauskam, um den zu leihen. Und wie oft war das Scheißding vergriffen? Wie viele Wochen habe ich gefiebert, dass ich endlich diesen Film sehen wollte auf Video? Das hier müsste noch die geschnittene Version sein, die an einigen Szenen geschnitten ist, so wie sie damals im deutschen Kino war oder überhaupt in den Kinos. Unter anderem in der Szene gleich in der Pre-Title-Sequenz, wo Sanchez sich über Lupe hermacht mit der Peitsche. Das fehlte, großer Teil. Dann mit Felix Leiter, der ins Haibecken herabgelassen wird, da fehlt ein großer Teil. Im großen Finale fehlt ein großer Teil mit Dario, der da in diese Zerkleinerungsmaschine fällt. Wenn Sanchez dann in Flammen aufgeht, da fehlt auch irgendwie ein großer Teil. Also es seht ihr hier, auf dem Foto ist fast mehr zu sehen als im Film, der dann damals im Kino lief. Und von innen haben wir wieder die wunderbare Videokassette auf VHS. Und Leute, herrlich, wirklich herrlich. Und jetzt zeige ich euch das nochmal, wie sich das im Regal macht, wenn man die Cover nicht nach vorne stellt, sondern sie einfach so hinstellt, wie sie damals stand. Ich meine, die Dinger haben schon ordentlich Platz weggenommen. Die Dinger haben schon ordentlich Platz weggenommen. Das kann man nicht bestreiten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Das sind die. Ah, einheitlich. Oh, der Verkäufer, der hat hier aber ein bisschen Staub hinterlassen hier drauf. Das sind die. Dann nehmen wir die auch mal runter. Dann ziehen wir die mal hier her. Das passt auch. Einfach nur cool. Einfach nur geil. Einfach nur herausragend. Einfach nur Retro. Einfach nur Klassiker. Ja? So. So sah das Ganze dann aus. Hattest du es in der Sammlung stehen? Einfach nur geil. Geil. So langsam bekommt meine Aussage, ich lebe in meiner eigenen Videothek, tatsächlich immer mehr Retro-Charme, ja? Und wenn man natürlich die noch daneben stellt, dann ist es nicht mehr ganz so einheitlich, aber egal, es gehört einfach dazu. Und die werden einen Ehrenplatz bei mir in der Sammlung erhalten, Leute. Und morgen geht's weiter um 16 Uhr mit dem nächsten Video für James Bond in der James-Bond-Woche. Da gibt's für jeden Bond-Film, egal wie blöd ich ihn finde, positive Glückwünsche zum 60-jährigen Jubiläum. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns wieder, wenn ihr Bock habt. Morgen, euer Sashi. Ciao.